Hallo und willkommen zurück zu meinem Kanal. Für alle, die neu hier sind, ich bin Clara, Deutschlehrerin und Prüferin. Und seit über 10 Jahren bringe ich Menschen aus aller Welt die deutsche Sprache bei. Hier auf meinem YouTube-Kanal sprechen wir über alles, was die deutsche Sprache betrifft. Ich gebe dir Tipps und wir erweitern gemeinsam deinen Wortschatz. Wenn du also dein Deutsch mit Spaß verbessern möchtest, like dieses Video und folg mir unbedingt, damit du auch in Zukunft keins meiner Videos verpasst. Aber genug der Worte, wir kommen jetzt zum Thema. In diesem Video sprechen wir nämlich über deutsche Wörter, die viele von euch vermutlich falsch aussprechen. Also, los geht's! Wenn ihr jetzt denkt, dass ich mit Eichhörnchen starte, dann muss ich euch leider enttäuschen, denn es gibt schon unzählige Videos dazu und ich will euch ja schließlich nicht langweilen. Daher lassen wir das arme Eichhörnchen heute mal in Ruhe und konzentrieren uns auf Begriffe, die wir öfter im Alltag benutzen. Das erste Wort, das viele falsch aussprechen, ist das hier. Oft höre ich nämlich Entschuldigung oder Entschuldigung mit einem stark betonten G am Ende. Es ist aber auch wirklich ein schwieriges Wort. Vor allem wegen der vielen Konsonanten, die aufeinander folgen. Also N-T-S-C-H. Daher üben wir jetzt mal, wie es richtig ausgesprochen wird. Also Entschuldigung, Entschuldigung. Und hier noch einmal in Silben unterteilt. Entschuldigung. Entschuldigung. Achte unbedingt darauf, dass am Ende N und G ineinander fließen, also N, N. Für diesen Laut gibt es sogar ein eigenes phonetisches Symbol, also Entschuldigung. Und auch das T verschwimmt hier mit dem SCH. Es ist dann nicht Entschuldigung, sondern Entschuldigung. Entschuldigung. Wie auch in Tschüss, Tschüss. Also nochmal, Entschuldigung, Entschuldigung. Oder wie es in der Umgangssprache gesagt wird, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Darf ich bitte durch? Auch dieses Wort bereitet vielen Schwierigkeiten. Dabei ist für einige vor allem das Doppel-E problematisch. Ich höre dann sehr oft Beilen. Aber hier werden beide E's separat ausgesprochen. Also beeilen, beeilen. Und das erste E ist auch kurz. Beeilen, nicht beeilen. Also be, be, beeilen. Ich muss mich beeilen. Auch Fernbedienung wird häufig falsch ausgesprochen. Oft wird zum Beispiel das R dann stark betont oder gerollt. Und auch die Endung UNG ist wie bei Entschuldigung für viele nicht leicht auszusprechen. Es heißt also nicht Fernbedienung oder Fernbedienung, sondern Fernbedienung. Fernbedienung. Das R hört sich fast wie EA an. Fernbedienung. Hier ein kleiner Disclaimer, regional, wie zum Beispiel in Bayern, ist es tatsächlich üblich, das R zu rollen. Wenn du also in Bayern wohnst und den Dialekt sprechen möchtest, dann kannst du das R in Fernbedienung gerne rollen. Im Hochdeutschen jedoch wird es so ausgesprochen. Fernbedienung. Fernbedienung. Gibst du mir bitte mal die Fernbedienung? 5 oder 55 oder 555. Bleiben wir aber erst einmal bei der 5. Hier ist der Umlaut das Schwierige bei der Aussprache. Wenn man aus einem Land kommt, wo es diese Umlaute auch gibt in der Sprache, dann ist das kein Problem. In vielen Sprachen gibt es sie aber nicht, die Umlaute. Und daher ist es für viele schwierig, sie auch auszusprechen. Es heißt nämlich nicht fünf, sondern fünf. Hörst du den Unterschied? Fünf, fünf.
Hier habe ich übrigens einen kleinen Trick für dich. Wenn du das Ü nicht aussprechen kannst, sprich ein langes I und spitze dabei die Lippen. Denn die Zunge hat beim I und Ü die exakt gleiche Position im Mund. Nur die Lippenform ändert sich. Also I, I, Fün, Fünf. Lass es mich in den Kommentaren wissen, ob der Trick bei dir funktioniert hat. Achtung, was ich eben gesagt habe, war fünf. Ich habe das eben sehr übertrieben dargestellt. Aber es ist wichtig, dass du weißt, dass das Ü in fünf kurz ist. Also wir sagen nicht fünf, sondern fünf. Fünf. Ich komme 5 Minuten später. Geschichte. Bei diesem Wort habe ich schon viele Varianten gehört. Gesichte, Gesichte, Geschichte und noch vieles mehr. Und ich sehe auch, warum das Wort so schwierig ist. Zum einen kann man es leicht mit dem Wort Gesicht verwechseln und zum anderen haben wir nicht nur den Sch, sondern auch den Ich-Laut. Also üben wir das einmal zusammen. Ge-schichte, Ge-schichte, Schich. Schich, Schich, Geschichte. Die Mutter erzählt der Tochter eine Geschichte. Wenn dir das zu schnell ging, kannst du es zu Hause natürlich so oft, wie du möchtest, wiederholen und üben. Falls du Probleme mit dem Ich-Laut hast, habe ich auch hier einen kleinen Trick für dich. Sag den Buchstaben J, also J, J, J. Und lass die Zunge an der exakt gleichen Stelle. Dann hörst du auf, deine Stimme zu verwenden und presst einfach nur die Luft raus. Also j, 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 ch, ch, ch. Denn auch hier haben J und der Ich-Laut die exakt gleiche Zungenposition. Also j, ch, j, ch. Und damit wären wir auch schon bei dem nächsten unaussprechlichen Wort für viele, nämlich Chemie. Hier kannst du denselben Trick anwenden, denn auch hier haben wir am Anfang den Ich-Laut. Also sag J und presse die Luft oberhalb der Zunge vorbei. Chemie, Chemie, Chemie. Regionalbedingt hört man manchmal auch Chemie, zum Beispiel in Bayern, oder Chemie, zum Beispiel im Rheinland. Die hochdeutsche Aussprache allerdings ist Chemie. Ich studiere Chemie. Hier habe ich noch ein kniffliges Wort. Nicht, weil es so schwierig auszusprechen ist, sondern weil das Wort anders aussieht, als es ausgesprochen wird. Hast du jetzt zum Beispiel gedacht, dass es Lachs ausgesprochen wird? Dann ist das leider nicht richtig, denn das CH in der Mitte wird hier wie X oder KS ausgesprochen. Also Lachs. Wenn man es einmal weiß, dann ist es gar nicht so schwierig, es richtig auszusprechen. Nur die Schreibweise irritiert am Anfang ein bisschen. Also Lachs. Ich esse ein Stück Lachs. Und jetzt kommt ein Wort, das sich ja schon viele zur Verzweiflung gebracht hat. Höhe. Wir haben am Anfang ein stimmhaftes und in der Mitte ein stimmloses H. Also Höhe und nicht Höhe. Außerdem haben wir den Umlaut Ö. Und auch dieser ist nicht einfach auszusprechen. Aber natürlich habe ich auch hier eine kleine Aussprachetechnik für dich. Wenn du das Ö nämlich nicht aussprechen kannst, sag einfach E und spitze dann die Lippen. E, E. Denn beim E und Ö hat die Zunge wie beim I und Ü auch die gleiche Position. Nochmal. Höhe. Höhe, Höhe. Der Eiffelturm hat eine Höhe von etwa 330 Metern. Beim nächsten Wort muss ich mich in Acht nehmen, denn viele Muttersprachler verstehen bei dieser Aussprachregel keinen Spaß. Fertig. Es wird nämlich nicht fertig ausgesprochen, sondern fertig. Es gibt eine Regel, siehe Duden, die besagt, dass IG am Ende im Hochdeutschen wie der Ich-Laut ausgesprochen wird. Also König, fertig, wenig, lebendig und so weiter. Folgt nach IG allerdings noch ein Vokal, wird es wieder wie ich ausgesprochen. Also Könige, fertige, weniger, lebendiges und so weiter.
Hier der Duden-Eintrag für alle, die sich jetzt mit mir streiten möchten. Natürlich ist auch hier die Aussprache wie immer regional gefärbt. In Bayern wird IG am Ende wie IK ausgesprochen, also fertig. In diesem Video haben wir aber gesagt, geht es um die hochdeutsche Aussprache und dies nun mal fertig. Hast du schon einmal versucht, dir das hier beim Bäcker zu bestellen? Auch hier folgen gleich am Anfang zwei Konsonanten aufeinander und davon ist eine auch noch das R, was das Ganze zu einem kleinen Zungenbrecher machen kann. Aber auch das B wird von vielen oft wie ein P, also Brezel, ausgesprochen. Die richtige Aussprache ist jedoch Brezel. 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 Wenn du jetzt in der Jugendsprache versiert bist, dann müsstest du auch den Ausdruck Bre kennen und ihn auch aussprechen können. Bedeutet Bruder. Füge dann noch ein Zell hinterher und voilà, du hast Brezel. Ich hätte gern eine Brezel. Ein kleiner Tipp für die Aussprache des Buchstabens R, also R. Viele haben damit Schwierigkeiten. Es gibt einen einfachen Trick. Ihr nehmt euch einfach ein Glas Wasser und tut so, als ob ihr gurgeln würdet. Denn genau da findet der R-Laut statt. Wenn ihr also zum Beispiel eine Mundspülung benutzt und gurgelt, könnt ihr wunderbar den Buchstaben R trainieren. Kommen wir zum nächsten Ausspracheproblem. Es gibt einmal den Kuchen und es gibt einmal das Verb kochen. Der Kuchen ist ein Gebäck und kochen bedeutet Essen zubereiten. Oft wird dabei aus kochen Kuchen und das führt dann in einem Gespräch oft zu Missverständnissen. Hier also unbedingt aufpassen. Ich koche etwas Leckeres. Das O ist kurz. Koche, ko. Kochen und nicht Kuchen, wo das U lang ist. Jetzt kommt noch einmal ein richtig schwieriges Wort, mit dem sogar Muttersprachler manchmal Probleme haben. Psychologie. Dieses Wort ist eine einzige Baustelle. Zunächst einmal wird das P am Anfang ausgesprochen. Zum anderen wird das Y wie ein Ü ausgesprochen. Und damit noch nicht genug. Es gibt auch noch den schwierigen Ich-Laut. Wir gehen einfach direkt in die Praxis ohne weitere langweilige Theorie. Also, Psychologie. 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 Sie hat Psychologie studiert. Das nächste Wort, das viele falsch aussprechen, ist das hier. Q-U wird im Deutschen nämlich nicht wie Qu, sondern Kw ausgesprochen, also wie KW. Daher heißt es nicht quatschen, sondern quatschen. Quatschen. Lass uns bald mal wieder quatschen. Lass uns bald mal wieder quatschen. Bei diesem Laut berühren die Schneidezähne die Unterlippe. Quatschen. Quatschen. Und das nächste Wort. Strohhalm. Das ist auch ein kniffliges Wort. Dabei ist das erste H in der Mitte stumm und das zweite stimmhaft. Also nicht Strohhalm, sondern Strohhalm. Strohhalm. Im Prinzip wird einfach nur ein H ausgesprochen und das O davor einfach verlängert. Also Strohhalm. Strohhalm. Ich trinke die Cola mit einem Strohhalm. Übrigens, wenn dir dieses Wort doch zu kompliziert ist, dann sag einfach Trinkhalm. Ich trinke die Cola mit einem Trinkhalm. Wie sprichst du dieses Wort aus? Hast du Bäcker oder Becher gesagt? Dann ist das leider nicht richtig, denn auch in diesem Wort haben wir unseren beliebten Ich-Laut. Also Becher. 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 Und auch das R am Ende, wie du vielleicht festgestellt hast, wird eher wie ein A ausgesprochen. Also Becher. Becher. Ich trinke Kaffee aus einem Becher. Kommen wir nun zu unserem letzten Wort. Tatsächlich, ähnlich wie Psychologie, hat auch einige Baustellen. Angefangen vom TS bis hin zu dem Ich-Laut, der gleich zweimal kurz hintereinander auftaucht.
Am besten, wir unterteilen auch dieses Wort in seine Silben, damit wir hier die Aussprache besser üben können. Tatsächlich. 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 Das TS zwischen A und Ä wird fast wie ein Z ausgesprochen. Tatsächlich. Tatsächlich. Er hat mich tatsächlich eingeladen. Das waren meine Top 15 der am schwierigsten auszusprechenden deutschen Wörter. Welche Wörter findest du besonders schwierig auszusprechen? Lass es mich unbedingt in den Kommentaren wissen. Das war's jetzt von meiner Seite. Ich freue mich bis zum nächsten Mal.